Ja, hallo, herzlich willkommen hier bei Die Linke Live, fragt die Parteivorsitzende. Ich freue mich über euer Interesse. Und wir haben, Bernd und ich, gemeinsam zu Beginn des Jahres einen Diskussionsaufschlag unterbreitet, den wir zur Diskussion stellen. Und das haben wir gemacht, weil wir stehen zu Beginn eines Jahres, wo jede Menge vor uns steht. Und damit meine ich nicht nur die Wahlen, also die Kommunalwahlen, die Europawahlen, die Landtagswahlen in Bremen, Sachsen, Brandenburg und in Thüringen, sondern ich glaube, es stehen auch jede Menge gesellschaftliche Auseinandersetzungen bevor. Wir haben in den letzten Jahren einen erschreckenden Rechtsruck erlebt. Und der Rechtsruck meint viel mehr als Wahlerfolge für rechte Parteien, sondern er äußert sich auch in einer Verrohung der Sprache und im Verrohen des Handelns. Und uns beschäftigt natürlich die Frage, was ist gegen diesen Rechtsruck zu tun? Und unsere Antwort darauf lautet ganz klar, es braucht jetzt einen sozialen Aufbruch in Verbindung mit einem mutigen Klimaschutz. Und ich finde, wir müssen deutlich machen, es gibt zu dem Weiter-so, für das die jetzige Regierung steht, und zur Hetze der Rechten eine soziale, solidarische und zukunftsfähige Alternative. Und dafür muss man jetzt auch Begeisterung entfachen können. Und wir werben halt für einen grundlegenden Politik- und dann auch Regierungswechsel. Unser Papier ist ausdrücklich eine Einladung an alle fortschrittlichen Kräfte, an alle sozialen, ökologischen Kräfte, Aktivisten der Friedensbewegung. Damit meinen wir sowohl diejenigen, die bereits in Bewegung aktiv sind, als auch all diejenigen, die in der Parteienlandschaft links der Union stehen. Denn ich glaube, wir dürfen nicht kapitulieren vor dem Rechtsruck, sondern wir müssen ihm die Stirn bieten. Das tun wir mit einer klaren antirassistischen Grundhaltung. Aber das tun wir eben auch, indem wir deutlich machen, es gibt eine soziale und solidarische Alternative. Ja, die Rechten können nur stark sein, wenn die Linke keine glaubwürdige Alternative, keine glaubwürdige Antwort hat. Wir haben bewusst gesagt, sozialer Aufbruch und mutiger Klimaschutz. Also was anderes, als was die Grünen tun. Wir, die Linke, glauben, dass im Kern jeder gesellschaftlichen Änderung die soziale Gerechtigkeit steht. Da gehört für uns als Herzstück dazu, dass man Löhne hat, von denen man leben kann, dass wir die Arbeit, eine Vision brauchen für die Arbeit der nächsten 10, 15 Jahren, die aber auch realisierbar ist. Im Kern wollen wir, dass Arbeitszeitverkürzung im Mittelpunkt dieser Neuordnung steht. Also die Arbeit soll mehr um das Leben kreisen als das Leben um die Arbeit. Und da glauben wir, reicht es aus, wenn man durchschnittlich 30 Stunden arbeitet. Und wenn wir Wahlarbeitszeiten zwischen 28 und 35 Stunden haben. Wir glauben im Übrigen auch, dass langsam der Dauerstress, dass die Leute sich wie im Hamsterrad bewegen und bis hin zum Burnout permanent gestresst sind, trotzdem nicht weiterkommen, so nicht weitergehen kann. Und wir praktisch Arbeitsbedingungen brauchen, die man auch ein Leben lang durchhalten kann und wo man gesund in Rente gehen kann und wo man Leben und Arbeiten auch besser zusammenbringen kann. Was wir erleben, ist, dass die Große Koalition die großen Herausforderungen unserer Zeit nicht angehen wird. Den Klimaschutz wird sie nicht angehen, zumindest nicht wirkungsvoll. Die Klimaziele sind verfehlt. Wir können uns aber auf keinen Fall leisten, so weiterzumachen und eine Erderwärmung von 4 bis 5 Grad und einen Anstieg der Meeresspiegel um mehrere Meter zu riskieren. Das ist wirklich, würde neue Fluchtwellen auslösen. Es würde wesentliche Lebensgrundlagen der ganzen Menschheit kaputt machen. Deswegen brauchen wir einen wirkungsvollen Ausstieg aus und schnellen Ausstieg aus der Kohle. Und wir brauchen eine Verkehrswende und wir brauchen einen sozial-ökologischen Umbau der Wirtschaft. Und was uns noch wichtig ist, die Verwüstungen im Öffentlichen sind da für jeden sichtbar, die 30 Jahre neoliberale Politik hinterlassen hat. Kaputte Schulen, zu wenig Erzieherinnen, zu wenig Krankenpflegerinnen, Pflegenotstand, die Altenpflege geht am Stock. All das sind Dinge, die mutige Investitionen in die Zukunft benötigen, in Bildung, Erziehung und Gesundheit. Und dafür haben wir auch ein klares Programm vorgelegt, also was anderes als das, was die Große Koalition macht. Wir sind aber überzeugt davon, wer eine bessere Pflege will, wer bezahlbare Wohnungen haben will, der muss mit anderen Akteuren dafür kämpfen, im und außerhalb des Parlaments. Und das ist unser Ansatz in diesem gemeinsamen Papier.
Genau, und wir haben gestern ja schon euch eingeladen, uns Fragen und Kommentare zu schicken. Einige sind schon eingetrudelt, die haben wir jetzt ausgedruckt hier vorliegen und fangen mit denen an. Aber ihr könnt auch weiterhin noch Fragen schicken. Wir bekommen die dann nach einer Weile hier auch wieder reingereicht. So, ich beginne mal mit einer. Nadine Tegnetschi fragt, was tut ihr persönlich gegen die Spaltung, nicht nur in der Gesellschaft, sondern generell auch innerhalb der Partei? Du hast ja, Bernd, ein Buch geschrieben erst vor kurzem zu verbindender Klassenpolitik. Sag doch mal was man gegen die Spaltung tun kann. Ja, ganz vereinfacht gesagt, haben wir so viele Lohnabhängige wie noch nie, 44 Millionen Erwerbstätige. Aber die sind heute anders organisiert und in einem anderen Zustand wie vor 30 oder 40 Jahren. Sie sind mehr im Dienstleistungsbereich, es gibt mehr Migrantinnen und Migranten, es gibt bedeutend mehr Frauen, die in Arbeit sind als vor 40 Jahren. Und gleichzeitig ist die Arbeit aber auch prekärer geworden. Also 30% sind mehr oder weniger in unsicheren Verhältnissen. Und wir wollen eine Klassenpolitik machen als Linke, die die Spaltung zwischen den verschiedenen Gruppen, zwischen Migranten und Deutschen, zwischen Leiharbeitern und Kernarbeitern aufhebt und einen gemeinsamen Entwurf macht, wo wir sagen, die Leute haben eigentlich gemeinsame Interessen. Der Leiharbeiter soll mit dem Kernarbeiter oder umgekehrt gegen die Leiharbeit kämpfen und die Befristeten mit den Unbefristeten gegen die Befristungen und alle zusammen für kürzere Arbeitszeiten und dass alle von ihrer Arbeit leben können und Migrantinnen, auch im Übrigen Flüchtlinge, die alle mehr oder weniger irgendwann einer Arbeit nachgehen werden, gehören für uns dazu. Das heißt, wir dürfen uns da nicht spalten lassen, sondern eben gemeinsam für eine Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen kämpfen. Das entsteht nicht von alleine. Der Kapitalismus will spalten, will trennen, teile und herrsche. Das ist Aufgabe linker Politik, die verbindenden Elemente zu stärken und zu begreifen, dass man nicht gegen Flüchtlinge kämpft, sondern schon gegen die Kapitalklasse, um die eigenen Interessen durchzusetzen. Ja, Katja, hier kommt auch noch mal eine Frage zur sozialen Spaltung und insbesondere, wie wir den Rechtsruck aufhalten wollen und warum wir denn nicht aufstehen, bekämpfen und ob wir nicht mehr Fluchtursachen bekämpfen müssen. Also vier Fragen in einer, die du jetzt auf die Schnelle beantworten sollst. Wir haben ja vorher den Hinweis bekommen von unserem Team, 2 Minuten Antworten pro Frage. Das habe ich schon überschritten. Und ich habe allein zu dem Buch Fluchtursachen bekämpfen ein ganzes Buch geschrieben. Jetzt ist natürlich große Herausforderung, das in wenigen Sekunden auf den Punkt zu bringen. Ja, also in der Tat, das Thema Bekämpfung von Fluchtursachen ist für uns total wichtig als Linke. Und wir haben da immer wieder Punkte benannt, wo man schon heute Sachen, also Fluchtursachen abbauen kann. Also eine Fluchtursache ist zum Beispiel, wer Waffen in alle Welt exportiert, darf sich nicht wundern, wenn die woanders zum Einsatz kommen und Menschen in die Flucht treiben. Aber ich finde, Aufgabe der Linken in dieser Diskussion ist es auch deutlich zu machen, wenn wir nachhaltig Fluchtursachen beheben wollen, dann müssen wir uns auch mit der kapitalistischen Produktions- und Handelsweise auseinandersetzen und quasi deutlich machen, der Kapitalismus ist nicht das Ende der Geschichte. Und das ist auch eine Aufgabe einer sozialistischen Partei. Und jetzt, was die Frage des Rechtsrucks anbelangt, ich will es mal wie folgt beschreiben. Also meine Erfahrung aus vielen Gesprächen, die ich, wenn ich mit einem roten Wohnzimmer in Plattenbaugebieten in Dresden bin oder wenn ich früh morgens vom Jobcenter stehe und dort Menschen begegne, die vielleicht irgendwie gerade schwanken und voller Wut und Frust sind, ist dieses Gefühl der Ohnmacht, dieses Gefühl, es wird ja für mich nichts besser und für meine Kinder wird es hoffentlich nicht schlechter, dass dieses Ohnmachtsgefühl ganz stark den Rechten in die Hände spielt. Also wenn wir nachhaltig den Rechtsruck zurückdrängen wollen, dann brauchen wir die Aussicht auf eine Verbesserung in der Gesellschaft. Und das war für mich auch eine Motivation, dass wir uns jetzt stark machen und sagen, wir müssen den Politik- und den Regierungswechsel vorbereiten. Und das heißt ausdrücklich nicht, dass man jetzt anpasserisch seine Ideale aufgibt und auf Kuschelkurs mit SPD und Grünen geht, ja?
Also um das mal klar zu haben, machen, was Hubertus Heil gerade sagt angesichts der Verhandlungen zur Hartz-IV-Sanktion, ist übel so. Und dafür sozusagen gehört er angegriffen und kritisiert und getrieben. Und man muss ihn schütteln und sagen, Mensch, Hubertus Heil, nutzt doch diese Chance, die das Verfahren in Karlsruhe hat, für eine wirkliche Kurskorrektur. Kommt endlich weg von diesem Hartz-IV-Sanktionskurs. Also das vorzubereiten heißt nicht Anpassung. Aber es heißt schon, sich auf die Suche zu machen, wo gibt es Gemeinsamkeiten und wo könnten wir auch eine Begeisterung entfachen für ein alternativen Weg. Denn die Stärke, die Merkel hatte, basierte ja nicht darauf, dass sie so toll war und so tolle Antworten hatte, sondern basierte eher darauf, dass es keine glaubwürdige soziale Alternative links von ihr gab. Und daran müssen wir arbeiten und das ist auch eine Möglichkeit, den Rechtsruck zurückzudrängen. Vielleicht noch ein Satz zur Aufstehen. Wir arbeiten natürlich mit allen Kräften zusammen, die für soziale Gerechtigkeit auf die Straße gehen oder die Druck machen. Aber der Ansatz der Partei Die Linken ist ein anderer. Wir haben in den letzten Jahren schon, wollen das dieses Jahr verstärkt machen, Bündnisse eingehen mit anderen Gruppen, Organisationen, Basisbewegungen, zivilen Organisationen, die ähnliche Positionen wie wir haben. Das große Beispiel war dafür Unteilbar, wo 240.000 Menschen auf die Straße gegangen sind oder Aktion Seebrücke oder die großen Demonstrationen gegen die Wohnungsnot in München und in Berlin. Dort haben Hunderte von Organisationen mitgearbeitet, Gewerkschaften, Sozialverbände, Graswurzelbewegungen und viele andere oder am Hambacher Forst. Und die Linke war überall dabei. Und diese Bündnisse schaffen die Voraussetzung dafür, dass tatsächlich Zehntausende oder gar Hunderttausende auf die Straße gehen. Und wir wollen dieses Jahr erreichen, dass es eine große Mieterinnenbewegung gibt, wo Zehntausende in den Städten und Ballungsräumen für bezahlbaren Wohnraum demonstrieren. Und wir wollen sogar darauf hinarbeiten, dass es da eine bundesweite Großdemo gibt, vielleicht nicht in diesem, aber im nächsten Jahr. Und wir kämpfen weiter gegen den Pflegenotstand und wir finden das ganz richtig, große Bündnisse gegen rechts zu machen, gegen Rassismus und gegen rechte Radikalisierung. Und die beiden Fragen miteinander zu verbinden, die sozialen, ökologischen und die Fragen der politischen Orientierung, ist eine besondere Aufgabe linker Politik. Mhm. Wir haben ja auch in unserem Papier, sozusagen gehen wir von so einer Herangehensweise aus, wir sind nah dran an den Alltagssorgen und haben zugleich die großen Zukunftsfragen im Blick. Und hier gibt es jetzt eine ganz konkrete Frage aus dem Alltag heraus. Dagmar Sieger, sie hat einen alten Diesel. Sie hat ihn schätzen lassen, wenn sie ihn verkaufen müsste, würde sie dafür noch 1.000 bis 1.500 Euro bekommen. Und jetzt fragt sie, kann man denn nicht einfach über die Abgaswerte entscheiden, wer fahren darf und wer nicht? Sie treibt das Thema halt um, sozusagen, wenn es Dieselfahrverbote gibt, was das für sie bedeutet. Wir haben ja da ein paar grundlegende verkehrspolitische Alternativen. Ja, die Dagmar Sieger hat vollkommen recht. Das ist eben ein Ausdruck davon, dass die Bundesregierung eine Politik gemacht hat, die die Automobilindustrie aus der Verantwortung entlässt. Die haben beschissen mit den Abgaswerten und die muten den Leuten gesundheitsschädigen Feinstaub und vieles andere mehr zu. Die Politik hat zugeschaut und jetzt sollen quasi die Menschen selber, die in gutem Glauben ein Auto gekauft haben, die sollen das bezahlen. Das ist nicht unser Ansatz, sondern wir sagen, die Umrüstung der Autos muss zu Lasten der Automobilindustrie gehen, die im Übrigen Milliarden Gewinne gemacht haben in den letzten Jahren. Und die Kosten dürfen nicht einfach auf die Autobesitzer abgewälzt werden. Zumal das ja auch eine große Frage ist, ob es ökologischer ist, wenn die Leute jetzt Autos, mit denen man noch ein paar Jahre fahren kann, verschrotten und dafür neue kaufen. Aber unser grundsätzlicher Ansatz ist schon eine Verkehrswende. Wir wollen die Mobilität durch den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs stärken, insbesondere in den Städten und Großräumen. Auf dem Land wird man das Auto noch länger brauchen. Und wir wollen den Gebühren frei machen und wir wollen ihn ausbauen, sodass die Menschen nicht stundenlang auf den Bus warten müssen oder dass sie Hunderte von Euros für die Fahrpreise hinblättern müssen. Dafür ist höchste Zeit für eine Verkehrswende und für eine Mobilitätswende, wo man besser von A nach B kommt als heute.
Ja, Katja, eine Frage für dich, die hast du aber schon eigentlich beantwortet. Mhm. Wer von euch trägt zur Abschaffung von Hartz IV bei? Ich glaube, alle, die in der Linken sind, sind aktiv. Und will nochmal deutlich sagen, wir waren ja von Anfang an, als es eingeführt wurde, haben wir dagegen gekämpft. Wir haben gesagt, Hartz IV ist Armut per Gesetz. Dafür wurden wir kritisiert, das wäre zu pauschal. Jetzt haben wir viele, viele Jahre Erfahrung damit und kann sagen, alles, was ich aus dem Alltag höre, bekräftigt mich eher in der Kritik daran. Und wir haben erst diese Woche haben wir wieder im Bundestag einen Antrag, wo es darum geht, dass die Wohnkosten für Hartz IV anders gestaltet werden müssen, weil es geht nicht mehr. Das ist sowieso viel zu niedrig bemessen. Und da müssen oft noch die Menschen sich wirklich die Differenz zwischen dem, was sie an Miete kriegen und dem, was die Miete wirklich kostet, müssen sie sich vom Munde absparen. Ja, das ist einfach unhaltbar. Und wir sagen ja ganz generell, wir werden nicht ruhen und keinen Frieden mit Hartz IV machen, sondern wir sagen, Hartz IV muss grundlegend überwunden werden durch gute Arbeit, durch eine längere Arbeitslosenversicherung und durch eine sanktionsfreie Mindestsicherung von mindestens 1050 Euro. Dafür kämpfen wir im Parlament, dafür werben wir überall. Und es hat da schon Fortschritte gegeben. Ich will auf einen noch eingehen. Ich weiß noch, als wir ganz am Anfang uns stark gemacht haben für die Abschaffung der Hartz-IV-Sanktionen, da waren wir irgendwie weit und breit die Einzigen, die sich dafür stark gemacht haben. Inzwischen haben sich Sozialverbände diese Forderung zu eigen gemacht, verschiedene Gewerkschaften. Ne? Frank Pszirske von Verdi war bei der Linken und hat das nochmal unterstrichen. Die Grünen haben die Position übernommen. Und selbst innerhalb der SPD gibt es inzwischen mehr kritische Stimmen an der Hartz-IV-Praxis. Und das ist natürlich unserer Beharrlichkeit und dem engagierten Kampf von Anti-Hartz-IV-Aktivisten zu verdanken. Das nehme ich echt als eine Ermunterung. Und jetzt gilt es aber, da dran zu bleiben. Wir werden sehen, wie Karlsruhe dazu entscheidet, wie auch immer das ausgehen wird. Sie werden es wahrscheinlich nicht ganz abschaffen, sondern womöglich aber auf jeden Fall die jetzige Praxis verändern. Der politische Kampf für Sanktionsfreiheit, der muss auf jeden Fall weitergehen. So, wir haben neue Fragen reinbekommen. Also, ich beginne mal. Gregor fragt, hallo, also nicht der Gregor Gysi, sondern Gregor Höing fragt, hallo zusammen, was wird getan, damit Rentenversicherungsbeiträge von allen bezahlt werden? Ja, das ist ja unser Dauerkampf, dass wir sagen, wir wollen eine Erwerbstätigenversicherung als Rentenversicherung, in die alle einzahlen. Eben auch Politiker, auch Erwerbstätige, auch Selbstständige, auch Fußballstars und viele andere, sodass das und vor allen Dingen auch Beamte, sodass das auf breite Füße gestellt wird, so wie es die Österreicher machen. Dort zahlen alle ein, wie gesagt, Beamte, Politiker, alle. Und sie können sich sogar leisten, dass die Arbeitgeber mehr einbezahlen wie die Arbeitnehmer, beziehungsweise die Kapitalseite mehr wie die lohnabhängigen Seite. Wir müssten bei uns endlich mal wieder Parität herstellen, dass die Kapitalseite wenigstens gleich viel einbezahlt wie die lohnabhängigen Seite, die ja mit der Riester-Rente 4% mehr einbezahlt. Ja, vielleicht soll ich die beantworten? Beantwortest du die schwierigere Frage? In dem Fall. Wie finden wir ein für die Gemeinschaft gerechtes Finanzsystem ohne Wachstumszwang? Na, ich glaube, der Kapitalismus wird uns das bessere System ohne Wachstumszwang nicht auf dem Silbertablett präsentieren, sondern das muss man sich erkämpfen. Und der Weg dorthin, den kann man jetzt nicht mit einem 5-Jahres-Plan im Parteivorstand beschließen und da müssen alle uns nur folgen und dann passiert das, sondern dieser Weg dahin entsteht beim Gehen, wie es Frieka Haug schreibt. Aber was wir natürlich tun können, ist zum einen aufklären und deswegen bieten wir ja auch als Linke politische Bildung an. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung als unabhängige Stiftung bietet auch viel politische Bildung an, wo wir erst einmal aufklären, was eigentlich das Wesen des Kapitalismus ist. Und der permanente Wachstumszwang ist ja tief in den Kapitalismus eingeschrieben. Er basiert auf der Formel, aus Geld wird Ware und aus Ware muss noch mehr Geld werden. Und dieses immer höher, schneller, weiter, ich nenne das den kapitalistischen Komparativ, das hat halt verheerende ökologische Folgen. So, also man kann das mit weniger und mehr Abgasen machen, aber Kapitalismus führt am Ende immer zu einem Wachstum mit verheerenden ökologischen Folgen und er führt auch zu verheerenden Folgen für die Menschen. Und das, was du schon angesprochen hast, dieses gefühlte, die gesamte Gesellschaft auf dem Weg ins Burnout, das kriegt man ja nicht behoben, indem man zu den Leuten sagt, ey, macht mal mehr Yoga. Also ich meine, nichts gegen Yoga, genau. Abwärts schauender Hund ist super, ja. Mache ich auch gelegentlich den Sonnengruß, aber das löst ja das strukturelle Problem nicht. Und über diese Zusammenhänge aufzuklären
und zu sagen, wir wollen auch ein anderes Wirtschaften. Das wird man jetzt nicht sofort in einem Parlament mit einem Kapitalismus-Abschaffen-Gesetz organisieren können, so einfach ist das nicht. Aber wir können erstens... Schade eigentlich. Ne? Das wäre so einfach. Also, wir können auch nicht einfach sagen, okay, wie über 100 Jahre nach der Oktoberrevolution spielen wir das alles nochmal nach. So einfach funktioniert das auch nicht. Aber wir können zum Beispiel darauf hinweisen, dass die Konzentration von Macht, Wissen und Geld in den Händen einiger weniger ein Riesenproblem ist und dass wir diese Konzentration beherzt angehen. Das beginnt mit einer stärkeren Besteuerung von Konzernen. Das beginnt oder geht weiter, dass wir sagen, wir wollen andere Formen des Wirtschaftens, solidarische Ökonomien, Genossenschaften stärken. Und um es ganz praktisch zu machen, das heißt auch im Alltag die Eigentumsfrage zu stellen. Nicht so platt, wie es immer getan wird, es wird einfach alle enteignet. Aber in Berlin hat es ein ganz praktisches Beispiel gegeben. Die Deutsche Wohnen, ein Mietheil, im Besitz vieler Wohnungen, wollte die Wohnung sozusagen, also es trägt zur Mietenexplosion bei. Und da hat jetzt sozusagen durch eine aktive Mietenbewegung und durch eine Linke in der Regierung hat man jetzt bewirkt, dass dort Wohnungen rekommunalisiert werden, also zurück in die öffentliche Hand kommen. Und das ist ganz praktisch, führt zu mehr bezahlbarem Wohnraum und stellt zugleich die Eigentumsfrage. Und da kann ich nur sagen, mehr davon, so geht Regieren in Bewegung. So, wir haben weitere Fragen. Es geht um Zeitverträge, Leiharbeit. Das ist ja auch sozusagen das Gegenteil von dem, was du mit dem neuen Normalarbeitsverhältnis beschreibst. Sag doch mal unsere Alternativen dazu. Ja, Ellen hat natürlich vollkommen recht. Mit Zeitverträgen oder sie meint befristete Verträge kann man keine Lebensplanung machen. Und wir sagen, das Mindeste, was man in einer reichen Gesellschaft machen können muss, ist, dass man seine Zukunft planen kann und nicht von einer Befristung in die nächste geht. Deswegen sind wir dafür, Befristungen ohne Grund generell zu verbieten. Nicht wie jetzt die Bundesregierung, die noch zig Einschränkungen gemacht hat. Wir sind aber auch dagegen, dass Kettenverträge möglich sind, auch mit besonderem Grund. Sprich, wir sagen, wenn zweimal befristet wird, dann muss das dritte Beschäftigungsverhältnis unbefristet sein, sodass das aufhört, von einer Befristung in die nächste zu gehen. Wir wollen aber generell natürlich die Arbeitsbeziehungen neu regeln. Und es gibt da viel mehr Arbeitsformen, die große Unsicherheit hervorrufen. Leiharbeit zum Beispiel, die wollen wir verbieten. Solange man es nicht kann, muss die ab dem ersten Augenblick gleich bezahlt werden, sogar mit einem Erschwerniszuschlag. Wir wollen die Werkverträge verbieten, wo nichts anderes stattfindet wie Tarifflucht und Lohndumping. Und da soll der Tarifvertrag des Kernbetriebes gelten, sodass es wieder normal wird, dass Menschen unter Tarifverträge fallen und dass es normal ist, dass man von seiner Arbeit leben kann. Normal ist, dass man seine Zukunft planen kann und normal ist, dass man Arbeiten und Leben in Übereinstimmung bringen kann. So Bernd, jetzt wird's kritisch. Es gibt zwei Fragen, eine von André Scholz und eine von Michael Terwesten. Beide drehen sich um die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens. Nun muss man wissen, wir beide verstehen uns wirklich super. Wir schreiben auch gerne zusammen Papiere, weil wir in so vielen Punkten da gemeinsam gut vorankommen. Beim Thema Grundeinkommen streiten wir miteinander. Und vielleicht müssen wir erstmal transparent machen, wie so dein Verhältnis zum Grundeinkommen ist. Ja, ich halte nicht so viel vom bedingungslosen Grundeinkommen. Es besteht auch die Gefahr, dass es erstens viel zu niedrig ausfällt und dann nichts anderes ist wie eine Lohnzusatzleistung. Also der eigentliche Gedanke, dass man dann nicht jede Arbeit annehmen muss, gar nicht erfüllt wird, sondern die Unternehmer eher weniger Lohn bezahlen müssen, wie sie das halt bei der Aufstockung durch Hartz IV schon machen. Der zweite Grund ist, wenn wir jedem 1050 Euro bedingungsloses Grundeinkommen geben wollen, obwohl man es gar nicht braucht, müssen wir ungefähr ein Drittel des Bruttosozialproduktes umverteilen. Das ist rund 1 Billion Euro. Das könnte man ehrlich gesagt mit weniger Aufwand haben, dass man denen Leute, die 1050 Euro nicht haben, die gibt, wird man einfacher bekommen. Und der letzte Grund ist, ich bin eigentlich nicht für so eine Regelung, sondern ich habe eher die Vision, dass wir
die Arbeit gerecht verteilen, jeder ungefähr nur noch 4 bis 5 Stunden arbeiten muss, aber alle ihren Beitrag zur gesellschaftlich notwendigen Arbeit leisten und im Unterschied zum bedingungslosen Grundeinkommen, das auch nicht einfach individuell entschieden wird, sondern gesellschaftlich, demokratisch entschieden wird, was notwendig ist und was nicht notwendig ist. Wo wir aber Gemeinsamkeit haben, und die scheint mir wichtiger zu sein für die Handlungsmöglichkeiten der Linken, dass wir sagen, wir wollen beide nicht, dass jeder Arbeit annehmen muss, sei sie noch so schlecht und sei sie noch so schlecht bezahlt und dass es einen Arbeitszwang gibt. Und wir wollen nicht, dass Menschen sanktioniert werden, wenn sie das ablehnen. Und deswegen sind wir beide für eine Mindestsicherung, die derzeit 1050 Euro beträgt, aber vielleicht sogar jetzt langsam in der Forderung etwas erhöht werden muss. Ja, anders als Bernd würde ich sagen, bin ich so Grundeinkommensaktivistin der ersten Stunde, seitdem ich bundespolitisch irgendwie mich interessiere, hat mich dieses Thema begeistert. Ich würde dir in einem Punkt recht geben, es gibt eine Gefahr, dass dieses Thema, seine Beliebtheit neoliberal gekapert wird. Und da ist auch die Grundeinkommens-Community echt gefragt, immer wieder zu schauen. Nicht nur klebt da das Label, das Etikett Grundeinkommen drauf, sondern was ist damit gemeint? Und ich bin sehr froh, es gibt inzwischen innerhalb der Grundeinkommensbewegung auch so eine fortschrittliche, emanzipatorische Richtung, die konkrete Anforderungen formuliert hat. Also wir reden von einem Grundeinkommen dann, wenn es eine entsprechende Höhe hat, ein individuelles Recht, ohne Arbeitszwang und ohne Bedürftigkeitsprüfung vorher. Und es muss natürlich, also so wie ich es denke, das ist ausdrücklich nicht als ein Ersatz für die Sozialversicherung, sondern nur als eine Ergänzung, als ein unteres Sicherheitsnetz gedacht. Die Umverteilungsmenge ist groß, das stimmt. Warum bin ich trotzdem dafür? Und zwar zum einen, das Grundeinkommen würde am sichersten, weil es eben frei von jeglicher Stigmatisierungsgefahr ist, Existenzängste wegnehmen. Und das ist einfach wichtig und gut für eine Gesellschaft, denn Existenzangst fressen Seele auf. Das zweite ist, das Grundeinkommen könnte, wenn es verbunden wird mit starken, kämpferischen Gewerkschaften, auch die Verhandlungssituation der Beschäftigten stärken. Wir haben jetzt gemerkt, bei Hartz IV ist das Gegenteil vom Grundeinkommen und da hat die Bereitschaft, niedrige Löhne und schlechte Arbeitszeiten zu akzeptieren, zugenommen, einfach weil man, wenn man denkt, okay, wenn ich meinen Job verliere und die Alternative bedeutet so ein System wie Hartz IV, dann sagt man eher ja zu schlechten Arbeitsbedingungen. Und wenn man diese Logik umdreht, kann man natürlich auch sagen, Grundeinkommen wüssten alle, sie sind nicht mehr so stark erpressbar. Und der dritte, und das ist für mich das ausschlaggebende Argument, ich sehe im Grundeinkommen eine Art Demokratiepauschale. Also als Abgeordneter bekommt man eine sehr stattliche Diät dafür, dass man sich politisch einbringt. Nun käme aber Demokratie vor die Hunde, wenn alle, wenn nur Berufspolitiker und Politikerinnen sich einbringen, sondern Demokratie heißt ja eigentlich, dass jeder sich einmischen können muss. Also niemand muss sich einmischen, aber alle müssen es können. Und das erfordert halt ein Mindestmaß an materieller Absicherung. Man sollte nicht hungern und man sollte sich mal eine Tageszeitung leisten können, Internetzugang haben. Und das sozusagen muss halt gelten, ohne dass man sich das erst verdienen muss, indem man sich auf dem Amt als besonders würdiger Untertan erweist und so weiter. Also das sind für mich die ausschlaggebenden Gründe, für ein Grundeinkommen zu kämpfen. Jetzt will ich aber schon sagen, und da knüpfe ich an dem an, was Bernd sagt, dass wir erstmal ein ganz langes Stück des Weges zusammengehen können. Also wenn wir sagen, jetzt haben wir Hartz IV, dann schaffen wir die Sanktionen ab, dann schaffen wir die Bedarfsgemeinschaft ab, dann führen wir die sanktionsfreie Mindestsicherung ein. Und erst an der Stelle, ja, hier sieht man, also wir haben jetzt Hartz IV, das eint uns, dass wir das abschaffen wollen. Wir wollen die Sanktionen abschaffen, die Bedarfsgemeinschaft, dann haben wir die sanktionsfreie Mindestsicherung. Und das ist der Moment, wo ich dann sagen würde, das reicht mir noch nicht. Ich will weitergehen zu einem bedingungslosen Grundeinkommen. Und Bernd würde dann sagen, das reicht jetzt erstmal, aber ich sage mal so, bis dahin haben wir ganz, ganz viele gemeinsame Kämpfe zu führen und dann sozusagen wäre der Moment, wo wir uns entscheiden müssen. Insofern, wir haben da eine Kontroverse, aber nichtsdestotrotz sind wir jetzt erstmal handlungsfähig in den anstehenden Auseinandersetzungen. Aber vielleicht haben wir bis dort dann auch in den gemeinsamen Kämpfen noch eine Kindergrundsicherung, genau, und haben noch gebührenfreien öffentlichen Nahverkehr, haben einen Ausbau des öffentlichen bezahlbaren Wohnraum, wo man doch große Bündnisse hinkriegt. Und die Leute haben in verkürzter Vollzeit alle Arbeit, dann brauchen wir es vielleicht auch gar nicht mehr. Das entscheiden wir dann, wenn es soweit ist. Okay. Ja, hier noch eine ganz grundlegende Frage zum Klimaschutz.
Es wäre gar nicht bewiesen, dass es einen Klimawandel gibt, auf was sich denn unsere Befürchtung stützen würde. Ja, ich glaube, das ist in der Wissenschaft ist das unumstritten, aber es gibt natürlich Leute, die mit viel Energie sämtliche Erkenntnisse der Wissenschaft und des gesunden Menschenverstandes leugnen. Man muss einfach nur den Bericht vom UN-Klimarat zugrunde legen, der sich ja auf ganz vielen wissenschaftlichen Erhebungen basiert. Ich fand sehr beeindruckend, wir hatten vor einer Weile als Linke eine große Konferenz zum sozial-ökologischen Umbau. Da war Professor Schellenhuber bei uns, der es einfach mal über die Jahrhunderte hinweg gesichtet darstellt. Wir erleben das ja schon jetzt. Die Extremwetterlagen nehmen zu. Das trifft in besonderer Härte zunächst erstmal die Länder des globalen Südens, also besonders verletzbare und arme Länder, führt dort entweder zu Überschwemmung oder zu extremer Dürre. Aber inzwischen schlägt das auch hier in diesen Breitengraden zu. Also wir haben hier eine Zunahme von Extremwetterlagen. Es gibt Gebiete, die werden so häufig von Überschwemmungen bedroht, dass die keine Versicherung mehr finden, wo sie ihr Haus versichern können vor Überschwemmungen. Und jetzt erst vor kurzem haben der Bauernverband hat darauf hingewiesen, dass der letzte Sommer so ein trockener Sommer war, dass sie enorme Einnahmeverluste hatten. Ich glaube, es waren 2,5 Milliarden hier nur für die deutschen Bauern im Zuge dieser großen Dürre. Also kurzum, der Klimawandel schlägt bereits zurück. Und ich glaube, Klimawandel sowie Kriege und die wachsende Kriegsgefahr gefährden unser aller Zukunft auf dem Planeten. Deswegen haben wir in unserem Papier ja auch gesagt, eins der wichtigen Ziele von uns ist, dass alle auf diesem Planeten Zukunft haben. Und das heißt zum einen, wir müssen die Klimagerechtigkeit mit voller Energie in Angriff nehmen. Und das heißt aber auch, dass wir endlich einen Eintritt in eine wirkliche Friedenspolitik brauchen. So, hier gibt es eine Frage an dich, ne? Sieht so aus, ja. Wie sieht Ihre Zukunft Deutschlands bezüglich Digitalforschungsumweltpolitik aus? Zur Digitalpolitik wird viel gesprochen, aber nichts gesagt. Was sind Ihre Vorhaben? Ja, in der Tat hat die Große Koalition keine besondere Antwort auf die Herausforderungen durch die Digitalisierung. Sie konzentriert sich genauso wie die Liberalen der FDP in erster Linie quasi auf die Ausstattung des schnellen Internets. Das ist aber zu kurz gegriffen. Also wir denken schon, dass es gewaltige Umwälzungen gibt, in erster Linie in der Arbeit. Es wird nicht so sein, dass durch die Digitalisierung in erster Linie die Arbeit ausgeht. Ich glaube, das sind, wenn dort so Horrorzahlen kommen, das macht man immer gern, um den Leuten Angst zu machen. Die Arbeit geht aus und ihr müsst froh sein, wenn ihr überhaupt einen Arbeitsplatz habt. Aber es wird eben zu großen Umwälzungen kommen. Wir denken, wenn nicht andere soziale Rahmenbedingungen festgelegt werden, dann wird es die Tendenzen, die ich vorher beschrieben habe, mit der Prekarisierung, mit der Entrechtlichung, mit der tariflosen Arbeit, wird es verstärken. Zum Beispiel die Freelancer werden zunehmen, also oder Leute, die sich über eine App einwählen und bestimmte Arbeitsaufträge annehmen. All das sind Dinge, die außerhalb jedes Tarifvertrages, jedes Arbeitsrechts stattfinden, jeglicher gewerkschaftlicher Regulierung. Und diesen Fragen müssen wir uns zuwenden als Linke. Und natürlich gibt es auch Chancen durch die Digitalisierung. Man kann durchaus eine Gesellschaft demokratisieren, indem man schneller und besser miteinander kommuniziert. Nun muss man dann eben auch Demokratie in wirtschaftlichen und sozialen Fragen einführen und die Bevölkerung einbeziehen. Man kann zum Beispiel auch gute Mobilitätskonzepte machen mit Hilfe der Digitalisierung, also dass man öffentliche Personennahverkehrssysteme macht, die Individual- und Kollektivverkehr optimal verbinden, dass du dich zum Beispiel mit einem App in eine bestimmte Kabine einwählst, sie dann in deinem Stadtteil ausschert und dich relativ nahe an die Haustür bringt. All das wären tausendmal sinnvollere Alternativen, als einfach auf dem bisherigen Weg weiterzumachen. Und ich glaube, die Linke hat dort ganz gute Ideen und wir wollen auch im Herbst einen großen Kongress oder eine Tagung Tag der Digitalisierung. Zur Digitalisierung machen, wo wir ein Forum eröffnen, darüber auch umfassend zu diskutieren, auch mit allen Mitgliedern, mit Fachleuten, mit Interessierten, mit Politikern. Genau, also wenn ihr daran Interesse habt, wir planen das im Tag der Digitalisierung. Bleibt einfach dran an den Kanälen von uns. So, ich glaube,
Wir hatten eine halbe Stunde. Ich würde aber gerne noch zwei Fragen machen. Die dachte ich, nehmen wir zum Abschluss. Die nehmen wir zum Abschluss. Weißt du die? Ja, egal. Also eine Frage von Wählbar, ein Instagram-Account. Warum erstarken die Grünen momentan so stark? Warum sind die Menschen so blind und unterstützen diesen grün angestrichenen Kapitalismus? Lieb grüßt euch das Team Wählbar. Ja, das ist eine Frage, die uns beide umtreibt. Und zwar jetzt gar nicht so sehr, dass die Grünen irgendwie gerade mal im Aufwind sind. Es geht ja auch gerade wieder ein bisschen zurück. Sondern was uns eher umtreibt, ist, wie man nochmal verdeutlichen kann, dass wenn man das ernst meint mit Klimagerechtigkeit und Umweltschutz, man halt auch ran muss an die Produktionsweise. Ne? Und das haben wir auch in unserem Papier herausgearbeitet. Du musst halt Umweltschutz, soziale Abfederung und ein anderes Wirtschaften immer zusammendenken, damit es wirklich nachhaltig wird. Aber noch ein Gedanken zu der Frage, warum sind gerade so die Grünen im Aufwind? Das finde ich, ist für uns nicht ganz so der Punkt, aber was wir auf jeden Fall für uns als Linke klar haben, ist doch ein Punkt, dass wir haben so gute Konzepte. Unsere Konzepte, nehmen wir mal das Steuerkonzept, das Rentenkonzept, ist so angelegt, dass alle garantiert vor Armut geschützt sind, die Mitte besser gestellt ist und wir haben das durchgerechnet. Bernd hat einen wunderbaren Mehr-Punkte-Plan vorgestellt, wie man zu kostenlosen ÖPNV kommen kann. Ja, wir haben gute Antworten für den Kohleausstieg, die auch immer sozial abgefedert sind. Und ich würde sagen, unsere guten Alternativen und unser beharrlicher Einsatz für den Frieden, der hat einfach mehr Prozente verdient. Und deswegen haben wir uns auch vorgenommen, die Partei weiterzuentwickeln und dass wir wachsen wollen. Und deswegen sprechen wir auch ganz klar eine Einladung aus. Wer die Gesellschaft verändern will, und damit sowohl anknüpfen möchte an den Alltagssorgen, als auch, wer die großen Zukunftsfragen mit uns in Angriff nehmen will, also wie Klimagerechtigkeit, Digitalisierung, Friedenspolitik, der hat herzlich eingeladen, das zusammen mit uns zu machen, sei es einfach, indem wir in Bündnissen zusammenarbeiten oder aber auch, indem man bei uns eine Partei mitmacht. Man muss nicht gleich Mitglied werden, also gleich sich ganz tolle festlegen. Wir haben auch das Linksaktiv, wo man erstmal nur bei bestimmten Aktionen mitmachen kann. Wir haben Kampagnen laufen gegen Mietenexplosion und gegen den Pflegenotstand für bezahlbares Wohnen, mehr Personal in der Pflege. Davon sind Jung wie Alt betroffen. Auch da kann man einfach erstmal mitmachen. Und ja, fühlt euch frei, kommt einfach mal vorbei bei uns. Ja, sollen wir die Frage noch mit aufnehmen? Oder so? Okay, ja, genau. Die machen wir noch, oder? Das ist jetzt eine Frage, die wirklich an die Wurzeln geht, also radikal im besten Sinne des Wortes. Wie soll eine Gesellschaft, die nur noch konsumiert und funktioniert, sich mit Meinung ohne Hintergrundwissen spaltet, streitet, das System begreifen, das unterm Strich allen schadet? Ist das Bildungssystem dafür verantwortlich? Und dann gab es noch eine andere Frage, die verbinde ich mal damit. Sozialer Aufbruch klingt gut, das ist eine Frage von Nils Staffelt. Aber benennt doch lieber mal den ursächlichen Feind, als nur über die Wirkung zu debattieren. Ist nicht der ursächliche Feind der Krieg reich gegen arm, wie Warren Buffett einst sagte, wir sind im Krieg reich gegen arm und die Reichen gewinnen. Ich kenne den Spruch von Warren Buffett gar nicht, sondern ich kenne ihn anders, wo er sagt, es herrscht Klassenkampf da draußen und meine Klasse gewinnt. Und dann wird der Zusatz oft unterschlagen, wo er dann sagt, aber das sollte sie nicht. Und in der Tat sollten wir die Fragen, die anstehenden Fragen unserer Zeit als Klassenfragen begreifen, dass eben, Katja hat es ja vorher gesagt, die Kapital besitzen, die reich sind, eben andere Interessen haben. Die haben nämlich das Interesse, dass möglichst schnell verschleißbare Waren, die viel Ressourcen verbrauchen, verkauft werden und damit Profit gemacht wird. Und dass andere Wohlstandsfaktoren wie Zeit, Aufmerksamkeit, Freundschaften, Liebe, kollektive Dinge, wie dass man was tut für einen Stadtteil, Zeit für Kindererziehung hat und vieles andere, dass das im Hintergrund rückt und praktisch Prestigesachen und reiner materieller Lebensstandard in den Vordergrund gerückt wird. Jetzt glauben wir schon als Sozialisten, dass jeder Mensch eine bestimmte Grundausstattung an Lebensqualität bekommen muss. Jeder muss wohnen, keiner soll sich Sorgen machen, jeder muss auf dem gesellschaftlichen Stand unserer Zeit leben können, aber in der Tat das Leben auf Konsumieren und auf immer mehr, immer weiter, immer schneller zu reduzieren, ist nicht unser Ansatz. Wir brauchen auch aus ökologischen Gründen ein anderes
Produktions- und Lebensmodell, das sich mehr an den Bedürfnissen der Menschen ausrichtet. Und das könnten wir auch heute ohne Probleme machen. Und natürlich muss die Bildung was dazu beitragen. Die Bildung darf auch die Menschen nicht einfach auf die Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt reduzieren und zu leistungsfähigen Menschen machen, sondern die Bildung soll auch die Menschen befähigen, die Gesellschaft zu begreifen. Und sie soll auch Fähigkeiten im sozialen und kulturellen Umgang befördern. Das macht die Bildung oft nicht. Deswegen müssen auch linke und fortschrittliche Organisationen eigene Bildungsarbeit aufbauen, was wir tun, damit politisch interessierte Menschen lernen, sich selber zu definieren in dieser Gesellschaft und die Gesellschaft zu begreifen, in der sie leben. Und man kann nichts verändern, was man nicht begreift. Und dazu wollen wir beitragen. Genau, und da wir jetzt in den letzten Tagen besonders viel Rosa Luxemburg gedacht haben, möchte ich an der Stelle nochmal zitieren. Sie hat ja gesagt, die Kunst der Politik besteht genau in der Gratwanderung. Und es gibt zwei Dinge, die man vermeiden sollte. Folgenloses Theoretisieren und blinde, planlose Praxis. Also man muss es genau zusammenbringen. Erst in der Reflexion und im gemeinsamen Ausprobieren und der Praxis im gemeinsamen Kämpfen entsteht dann ein sozialistisches Eingreifen, eingreifendes Denken. Und ich glaube, das ist immer noch aktuell, diese Herangehensweise. Jetzt zum Abschluss wird es ganz persönlich. Und zwar Charlie Donat fragt uns beide, wie bereitet ihr euch auf einen stressigen Tag vor und könnt ihr nach erledigter Arbeit abschalten? Möchtest du oder soll ich? Fange ich mal an. Ja, also ich kann keinen Tag beginnen, ohne eine größere Menge Kaffee zu bekommen. Das gehört einfach dazu, ohne Kaffee aus dem Haus geht nicht. Und umso älter ich werde, umso längere Anlaufzeit brauche ich morgens, um den Tag gut zu überstehen. Abschalten kann ich am besten, indem ich entweder koche. Und das macht er gut, ja. Und Kochen ist für mich Entspannung und mache ich gerne. Und auch Leute bewirten und mit Leuten gemütlich zusammenhocken. Oder indem ich ein gutes Buch lese. Ich bin eine Leseratte. Aber ich lese auch sehr gerne Krimis. Da gibt es ja inzwischen richtig tolle, gesellschaftskritische, aber auch spannende Krimis. Nicht nur aus Schweden, inzwischen auch in Deutschland selber. Und das sammelt sich bei mir auch ein bisschen an. Also ich lese gerne gute Romane und noch gerne gute Krimis, was ich ja mit dir gemeinsam habe. Ja, ich bin auch ein Fan der Krimis, und zwar vor allen Dingen der Krimis aus der Ariadne-Reihe. Das sind so feministische Krimis. Da ist es echt interessant. Bei mir ist es früh morgens so, ich brauche erstmal frisch gepressten Grapefruitsaft. Den Kaffee hebe ich mir immer erst auf, wenn ich dann im Büro bin. Und ansonsten sorgt meine kleine Tochter dafür, dass ich früh dann doch immer sehr schnell in die Gänge kommen muss. Wie ich, ob ich abschalten kann, also in der Regel gelingt das gut, aber es gibt natürlich manchmal einen Konflikt oder eine Frage. Oder wenn ich bei einer Talkshow war und die schlagfertigste Antwort aller Welt mir natürlich irgendwie 3 Minuten zu spät einfällt und ich sie nicht mehr platzieren kann und dann spiele ich das im Kopf nochmal ab und meine Antworten werden immer besser im Kopf. Und dann beschäftigt mich das. Dann gibt es für mich so, was kann ich dann tun zum Abschalten? Also ich lese in der Tat gerne so richtig. Zum Abschalten hilft für mich das Tanzen. Also ich bin auch noch in einem Tanzverein und das gehört zu den besonders glücklichen Wochenenden, wenn ich mal wieder eine Nacht durchtanzen kann. Und wenn ich so richtig Stress habe, der auch manchmal mich dann ärgert, dann habe ich zu Hause so ein kleines Trampolin, wo ich halt echt so dann erst mal eine Weile drauf rumspringe und dabei Serien gucke. Und deswegen manchmal gibt es ja auch so Shitstorm. Während dem Springen guckst du ja, ja, das ist so ein, das ist so wohnzimmergerechtes. Also man ja, ist jetzt, okay. ich mache hier ein Salto dabei, so sind meine Künste nicht. Und manchmal gibt es ja schon Shitstorm von rechts, ja, und das, wenn mich das dann aufregt, dann kann ich den Leuten nur sagen, ey, wenn ihr mich anmacht und mir das wirklich mal nahe geht, dann gehe ich aufs Trampolin, also ihr sorgt nur dazu, dass meine Fitness deutlich besser wird. Es wird aber mich nicht irgendwie entmutigen, sondern ganz im Gegenteil, das ist dann immer nochmal ein neuer Anreiz, jetzt rechts die Stirn zu bieten. Also die Rechten wegtanzen, wegkochen und Und wegfassen. Aber wir machen natürlich auch politisch einiges, um die wegzukriegen. Genau. Und das macht auch Spaß. Linke Politik macht doch viel mehr Spaß, wie die dumpfen Rechtsbacken das machen. Also kommt vorbei, schaut wieder bei der Linken rein und verändert mit uns gemeinsam die Gesellschaft.